Frenkel frottelt. Heute. Let's play. GTA 5. Der Verbrechenssimulator. Tag in Hasenbeeren, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play GTA 5. Ich habe hier einen Attentatsauftrag und Scheißdreck, da kommen irgendwelche roten Typen auf mich zu gerade. Kommen die von da? Ich soll ja einen umlegen und der ist, glaube ich, mehr da hinten. Ich soll aufs Dach, hat's geheißen. Kacke, schnell hoch. Jetzt haben sie mich entdeckt. Kannst du mal ein bisschen schneller rennen, ey? Es geht um dein Leben, du Penner. Oh, shit. Okay, jetzt habe ich ein Problem, glaube ich. Wo sind die denn? Da oben ist einer, oder wie? Okay, ich habe ein Problem. Ich bin umzingelt. Ich weiß nicht von wo überall. Scheiße. Okay, jetzt habe ich einen erwischt. Ich stehe auf dem Präsentierteller. Kacke, ey. Nee, das wird nichts mehr hier. Ich glaube, da gehe ich jetzt drauf. Ich sehe auch gar nichts. Es ist so dunkel. Muss ja auch nachladen, der Penner. Where the fuck is he? I'll blaze all you fools if I have to. Aber sowas von. So, halbe Lebensenergie, keine kugelsichere Weste mehr. Oh. Erstmal in Deckung, Herr Frenkel. Muss ich weiter hoch? Wahrscheinlich. Das ist gefährlich. Da unten ist wer, ne? Vorsichtig gucken. Oder ist der oben? Scheiße, ey. Warum muss das jetzt Nacht sein? Aua. Wir könnten alle meinen Buckel runterrutschen. Ich soll auf dem Dach irgendwas machen. Ja. Hallo, Deckung! Weiß nicht, ob ihr was seht, aber ich sehe nichts. Oh, da unten ist einer. Aber der kann mir echt egal sein, ne? Ich wusste ihm gerne einen Punkt. So, das heißt jetzt immer noch nach oben, oder wie? Ein bisschen was von Räuber und Gendarm gerade. Wo geht's denn weiter hoch? You think you're leaving here alive? Die! Ja, Mann, ist gut, halt die Fresse, ich bring dich um. Du hast da irgendwas missverstanden an dem Spiel. Aua.
too insane. Screw you. Sag mal, ist der ganz da oben? Wie komme ich denn da hoch jetzt? Ich muss schon darüber, ne? Shit. Ich sehe ganz, ganz wenig. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier an der Grafikeinstellung liegt oder an meiner Blindheit, aber ja, es ist mir zu dunkel. Und ich weiß nicht, wo es hochgeht. Geh aufs Dach. Ach, sag bloß, da stehen die auch schon da vorne. In der Tat. Okay, neuer Versuch. Ich muss ganz da hoch irgendwie. Komm jetzt, behalt mal die Waffe in der Hand. Any more you bitches wanna get in my way? Where's Enzo? Take him out! He's got a gun! Das Beste wird sein, ihr lauft mir alle in die Quere und ich knall euch einfach alle so ab. Okay, also da vorne muss da noch irgendwie hochgehen. Ich darf ihn nicht so arg ablenken lassen. Ich muss mal versuchen. Uah. Wenn ich wüsste, wo diese ganzen Pappnasen sind. Hallo, ich sehe euch nicht. Where the fuck is he? I'll blaze all you fools if I have to. Ich drück immer die falsche Taste. Ist doch zum Kotzen, ey. Da lege ich immer die Waffe aus der Hand. Das ist nicht gut, Herr Frenkel. Kommt ja auch noch mal mit dem Auto an, oder was? Oh oh, fast tot. Deckung. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich habe keine Ahnung, ey. Kann's nicht mal bitte hell werden? Ich sehe nichts. Das ist total nervig gerade. Nochmal. Ich kann die Mission auch nicht unterbrechen, ne? Wie war das nochmal? Ich hab doch da so ein Wärmesuchding gehabt. Geht nicht. Also. Nochmal! Geh auf das Dach. Okay, nur wie? Jetzt da direkt hoch? Nö, ne? Das wird nicht klappen. Da ist kein Aufzug oder so.
versuche trotzdem mal einen anderen Weg. Könnte mich jetzt hier vor die Straßenbahn werfen, dann wäre alles gut. Oh. Alles klar. Wie ich das Spiel kenne, kann ich nicht durchs Gitter feuern, ne? Oder? Any more you bitches wanna get in my way? Doch. Where's Enzo? Get some of this. I don't wanna die. Take him out. He's got a gun. I got him. Scheißendreck, jetzt kommen die da wieder raus oder was? War doch noch einer. Eat my shit. Wo bist du? I'll blaze all you fools if I have to. Könnte ich jetzt auch einfacher haben als mit dem Scharfschützengewehr. So. Okay, die sehen im Dunkeln anscheinend auch nicht so gut. Der ist vermutlich da ums Eck, der Typ. Da ist auch noch einer. Okay. Noch einer von da? Ich werde jetzt einfach Stück für Stück dezimieren und dann ganz bequem reinmarschieren, hoffe ich. Das ist der Plan. Da ist doch schon wieder so ein Punkt. Warum sehe ich da niemanden? Komm zum Papa. Ich will nicht wieder da ins offene Messer laufen, ehrlich gesagt. Ich könnte zwischendurch einfach nochmal einkaufen gehen. Was soll mich daran hindern? Okay, an der Stelle machen wir Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Da freue ich mich dann drüber und sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Danke fürs Zuschauen. Bye, bye.